Adlerblick, ich würde dir bitte, also Guck ich mal, guck bitte mal. dich Weißt du, darum, wie. einfach leise zu sein, weil ich habe deine Weißt du. Kommentare angeguckt, die du hier reinschreibst. Das ist Weißt nicht du. meiner Warte, warte, Grundwunsch. warte. Ja. Lass uns die Schriften lesen und das auch, was die Gelehrten tagtäglich lehren. Und zwar, es gibt sehr viele Scheichs, die schämen sich davor wirklich nicht. Wirklich. Tu mal deinen Charme bitte weg, Schwester. Bitte, tu die für eine Sekunde weg. Die lehren das und sind stolz darauf. Weil der Koran es erlaubt, dass man Frauen heiratet, die noch nicht die Menstruation hatten. Sure 65, Vers 4. Und man darf sie sogar scheiden lassen. Und das hat Mohammed gemacht. Guck mal hier. Sie sagt selber in Sahih al-Bukhari 5133, zitiert Aisha, der Prophet heiratete sie, als sie 6 Jahre alt war und konsumierte die Ehe, als sie 9 Jahre alt war. Sahih. Also, damals war das eine andere Zeit. Ich meine, Josef war auch sehr, sehr alt, als er Maria genommen hat. Aber War darüber sie redet ja keiner, sechs, weil aber war sie sechs? Okay, aber war sie sechs, als er sie sie war geheiratet hat elf. und hat er Sie war mit. 11 und hat ihre Menstruation. Aisha war 9 und hat ihre Menstruation. War sie, Wann guck mal, eine war sie, Frau, wenn guck sie mal, ihre hier steht, Menstruation hat, guck mal, gilt sie Sunan Ab als eine Frau? sie hatte nicht ihre Menstruation. Guck mal, Sunan Abu Dawud 2121. Lass mich das lesen. Sahih. The Messenger of Allah. Allah. Sallallahu Muslim. alaihi wasallam. Heiratete mich. The Messenger of Allah heiratete mich. Married me. Sagt Aisha selbst. Ich weiß nicht, ob du gegen Aisha gerade bist. Also, vielleicht hast du sie, aber sagen wir mal, du liebst sie. Sie sagt selbst, er heiratete mich, als ich 7 Jahre alt war. Und der Bericht von Suleiman, er sagt, nein. Als sie 6 Jahre alt war. Also entweder 6 oder 7. Und er hatte mit mir Geschlechtsverkehr. He had intercourse with me when I was 9 years old. Also Geschlechtsverkehr mit 9. ich weiß nicht, was für euch daran so falsch ist, weil ich meine, ich Aber unterstütze Pädophilie. eben hast du gesagt 11. Dann Dann machen hast wir du jetzt mal gesagt. Umkehrrechnung. Nein, verdreh meine Wörter nicht. Maria war Machen 11 eine oder 10 Jahre Umkehrrechnung. alt. Adlerblick, mit dir rede ich gar nicht. Du hast jetzt Sendeverbot. So. Ich glaube, bevor ich hier Als Sendeverbot sie, habe, als. schmeißt ihr dich einfach wieder raus. Genauso ist es geschehen. Halleluja. Das ist so heftig, ne, wie die dann immer anfangen mit, ja, du redest hier nicht und dies und das. Und ich bin die ganze Zeit ruhig, Mann. Ich beleidige keinen. Ich wollte halt die Umkehrrechnung machen. Ich wollte fragen, würdest du deine Tochter an den Propheten verheiraten, ne, wenn die jetzt in dem Alter wäre? Und da wird natürlich als Antwort niemals im Leben kommen. Bist du verrückt? Und ja, das kann man dann halt sich dann auf die damalige Zeit auch so rechnen, ne? Ich glaube nicht, dass Abu Bakr das mit Freude getan hat. Wir holen jetzt jemanden hoch, der heute Mittag dabei war und ich habe ihm gesagt, er ist herzlich willkommen. Noah, hallo, du suchst noch, hattest du gesagt. Und das Thema heute war, dass Menschen immer nach Oh, Äußerlichkeiten suchen, anstatt das bin wahre ich Heil, drin also gerade, den okay. Jesus Christus. Ja, Alles Noah. klar. So. So, und jetzt sind Muslime natürlich hochgekommen und das Thema hat sich gewendet in, dass der Prophet, genannt Mohammed, erlaubt hat im Koran, Sure 65, Vers 4, dass man Frauen heiraten darf, die noch nicht ihre Menstruation haben. Das ist ganz klar. Und die Also die Frauen, die noch Scheidungsfrist, nicht ihre Menstruation haben. Okay. und die Frist der Scheidung beträgt 3 Monate. Das heißt, wenn sie zum Beispiel 7 oder 8 Jahre alt ist, ja, Genau. du heiratest sie, du musst erstmal, wenn du dich scheidest, 3 Monate warten und danach, ja, für eine Frau, die noch nicht ihre Menstruation hat, ist auch 3 Monate. Dann haben wir gerade be be bewiesen, ja, dass er selber eine 6-Jährige geheiratet hat, Aisha, aus den Hadithen ganz viele sogar. Und dass er mit ihr geschlafen hat, also Geschlechtsverkehr hatte, als sie 9 Jahre alt war. Und hier kommen die ganze Zeit, das ist schon der fünfte Fall jetzt, vierter Fall. Nein, das stimmt nicht, das steht so nicht. Maria hat das. Du hast das falsch verstanden. Rebecca war drei. Sie war 19.
Die war Nein, 19 auf und jeden Fall sogar sieht man, Rebecca war 3. genau, auf jeden Fall sieht man, dass, ja, es steht vielleicht nicht im Koran, wie der vorhin das haben wollte. Es steht im Koran, habe ich Aber gezeigt. Sure 65, Vers 4. genau, aber in dem Sinne, das steht drin, ja, das steht drin, das kann man nicht verleugnen, auf jeden Fall. Und jetzt habe ich mal eine Frage. Im Ja. Christentum ist, im Christentum war auch doch so ein Fall, oder nicht? Leider nicht. Also Gott sei Dank nicht. Ich weiß nicht mal Leider. wer, Gott aber sei Dank. irgendjemand auf TikTok, ich war mit ihnen live und da, die hatten genau dasselbe Thema. Und im Und Christentum zwar gab es doch willst du auch nicht. so einen Fall, so wie ich mir. Also ich bin mir nicht 100% sicher, ich kenne mich da nicht aus, aber es würde im Christentum auch so einen Fall geben. Da war die nicht neun, sondern drei. Okay. Und zwar Rebecca war noch, also da gab es das, da war der Herr Jesus Christus noch gar nicht hier auf der Erde. Das heißt, diese Geschichte handelt aus dem alten Bund, genannt der alte Bund zwischen Gott und den Menschen steht im Alten Testament. Und damals gab es noch überhaupt gar keine Christen, noch lange nicht. Deswegen, wir Ich kann können das sehr filtern. gerne jetzt in die Bibel reingehen. Und ich werde dir beweisen, dass Rebekka nicht 3 Jahre alt war. Was hältst du davon? Sollen wir das gemeinsam machen? Sehr gerne. Adlerblick, kennst du den Vers und suche ich ganz schnell? Leider kenne ich das nicht auswendig. Ich weiß aber halt, worum es geht. Es ist diese Zeitrechnung, die dann die Muslime immer anwenden wollen, angeblich, weil ja ihr Alter gar nicht so genau beschrieben ist in der Bibel. Okay, Allerdings ich ist halt hab's eben dann das gefunden. Problem. Okay, super. Ach. Also das Ding ist, ich wollte auch mal die Bibel mal richtig anfangen, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Das ist ja das. Du kannst gerne ganz am Anfang anfangen, dann erkennst du, dass Gott die Welt gemacht hat, die Schöpfungsgeschichte Ich kennenlernen, meine, da gibt es ja irgendwie Alte Testament, Neue Testament. Ja, ich meine, wenn du eine Bibel kaufst, zum Beispiel die Schlachter-Übersetzung lese ich, übersetzt von Schlachter, Franz Eugen Schlachter übersetzt, kannst du einfach hier anfangen. Wenn dich interessiert, wie Gott die Welt geschaffen hat, dann erkennst du, wer Gott ist. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, dann der erste Tag, die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern und Gott sprach, es werde Licht. Ne? Der zweite Tag, der dritte Tag, der vierte Tag. Du kannst nach von vorne anfangen, um Gott kennenzulernen, wer die ersten Menschen waren. Und die ganze Geschichte mit seinem Volk, mit seinem auserwählten Volk, den Kindern Israels, wie Israel entstanden ist durch Jakob. Du kannst natürlich auch im Neuen Testament anfangen. Ja, um direkt kennenzulernen, wer der Herr Jesus Christus ist. Ne? Zum Beispiel im Matthäusevangelium. Ne? Die Geburt Jesu Christi zum Beispiel. In der Geburt Jesu Christi steht zum Beispiel drin, dass siehe, die Jungfrau wird schwanger und sie wird einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt, übersetzt Gott mit uns. Also Jesus Christus wird genannt Immanuel, dass Gott mit uns ist. Ja? Aber lass Okay. uns diese Frage erstmal beantworten. Die Überschrift ist schon Rebekka wird Isaaks Frau. Lesen wir, wo das anfängt. Ja? Ab 11, ab 10. Er wird hier gesandt zu ihr, damit er sie kennenlernt, beziehungsweise dass er sie heiratet. Und der Knecht nahm 10 Kamele von den Kamelen seines Herrn und zog hin mit allerlei Gütern seines Herrn. Und er machte sich auf und zog nach Aram Naharajim, zu der Stadt Nahors. Da ließ er die Kamele sich draußen vor der Stadt lagern, bei einem Wasserbrunnen, am Abend, zur Zeit, da die Jungfrauen herauszugehen pflegten, um Wasser zu schöpfen. Also, es wird behauptet, dass Rebekka 3 Jahre alt war, aber so stark war, dass sie an einem Riesen, also an einem Wasserbrunnen Wasser schöpfen konnte. Weiter geht's. Das ist schon ein bisschen seltsam, dass sie 3 war, ne? Und der Herr sprach: O Ja, Herr, du so ein Gott meines bisschen, Herrn Abraham,
Lass es mir doch heute gelingen und erweise Gnade an meinem Herrn Abraham. Siehe, ich stehe hier bei dem Wasserbrunnen und die Töchter der Leute dieser Stadt werden herauskommen, um Wasser zu schöpfen. Wenn nun ein Mädchen kommt, zu der ich spreche, neige doch deinen Krug, dass ich trinke. Und sie spricht, trinke, und auch deine Kamele will ich trinken. So möge sie diejenige sein, die du bei deinem Knecht Isaak bestimmt hast. Und daran werde ich erkennen, dass du an meinem Herrn Barmherzigkeit erwiesen hast. Und es geschah, ehe er noch ausgeredet hatte, siehe, da kam Rebekka heraus, die Tochter Bethuels, der ein Sohn der Milka, der Frau Nahos des Bruders Abrahams gewesen war. Guck mal jetzt, sie trug einen Krug auf ihrer Schulter. Sie war aber ein sehr schönes Mädchen, eine Jungfrau, und kein Mann hatte sie erkannt. Und sie stieg zum Brunnen hinab und füllte ihren Krug und stieg wieder drauf, herauf. Und das hat sie mit 3 Jahren gemacht. Guck mal, wie ich schon sagte, ich bin ja aus Albanien, ja. Und in Albanien leben beide Religionen, also wirklich in Frieden. Also die Muslime feiern die Feste von den Christen mit, die Christen feiern die Feste von den Muslimen mit. Wenn du in Albanien gefragt wirst, welche Religion hast du, ja, dann sagen sie, das spielt überhaupt keine Rolle. So. Meine Tochter ist, als sie auf die Welt gekommen ist, wurde sie mit 1 Jahr getauft, katholisch, weil meine Frau katholisch ist. Ja. Die Seite von meiner Mutter allerdings, sie sind ja alle Muslime. Ja? Mhm. Natürlich gab es da ein bisschen, ja, warum und weshalb und dies und das. Aber meine Frage ist jetzt, ich habe mich mit dem Christentum und Islam nicht so befasst, sage ich dir ehrlich, weil es muss ja einen Gott geben. Du kannst das natürlich machen und du kannst definitiv Fragen stellen, es muss einen Schöpfer geben, ja. Natürlich. Zum Beispiel jetzt dieses Thema allein, dass der Islam erlaubt, Frauen zu heiraten, die noch nicht ihre Menstruation hatten. Und die Scheidungsfrist beträgt 3 Monate. Weißt du, was das mit einer 6-, 5-, 7-, 8-, 9- oder 11-jährigen? Die hat ja keine Ahnung, was da passiert mit der Welt. So irgendein 30, 40, 50, 60-Jähriger, und Mohammed war ja in dem Alter, heiratet eine Frau, die ihre Menstruation nicht hat. Du darfst mit ihr Sex haben. Und danach einfach ganz kurz, scheiden lassen Bruder, von ganz diesem kurz, Menschen. Ich sehe gerade was hier. Ich sehe gerade was hier. Da schreibt jemand, ich habe keine Ahnung, was für Namen der da gerade hat. Noah, früher wart ihr alle Christen. Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon, dass genau, das Albanien stimmt. Generell ein katholisches Land war, bevor die Osmanen reinkamen. Kennst du die Geschichte mit Kinder? Mit Skanderbeg, ja, ne? Ich kenne die sehr, sehr gut. Das Ding ist, da, genau wegen ihm, bin ich gerade in dieser Phase, okay, Christentum oder Islam. So, der Skanderbeg wurde ja als Kind quasi entführt, mitgenommen von den Osmanen und wurde von denen trainiert. Ja, Skanderbeg war ein sehr, sehr mächtiger Mann, also er hatte Kopf, sagen wir mal so, ja. Irgendwann hat er dann seine Nachricht von seiner Mutter gekriegt, vergiss nicht deine Herkunft. So, jetzt kann man sich streiten, hat er jetzt für seine Herkunft gekämpft oder hat er für die Religion gekämpft? Und wenn ich meinen Vater Man kann da streiten, das stimmt, ja. Aber genau. Wenn es nicht für diesen Mann wäre, ja, dann wäre wahrscheinlich Europa komplett islamisiert worden. Natürlich wäre dann Europa islamisiert worden. Diese Einheit nannte sich ja Janitscharen. Die bestand ja daraus quasi, dass man elternlose Kinder quasi genommen hat, die dann trainiert hat. Das waren meistens keine Muslime, das waren meistens Serben, Albaner und Co. Und dann war das quasi die Eliteeinheit der osmanischen Armee. Ne? Und damit haben die dann halt versucht, ihr osmanisches Reich, so traurig es auch klingt, irgendwie über Wasser zu halten, weil alle präsentieren das osmanische Reich so, als wäre es irgendwie das großartigste Reich gewesen und 1000 Jahre haben wir bestanden und so. Und mit sowas kommen die aber an.
Das ist ja absoluter Schwachsinn. Also das Osmanische Reich hatte genauso Probleme. Lass uns nicht zu sehr in die Politik gehen. Es stimmt. Ja, genau. Es kann auch politisch gewesen sein. Wie auch immer, die Geschichte ist einfach da. Es ist ein Mensch gewesen. Okay, alles gut. Wenn es für den nicht macht, dann für die andere Sache. Alles klar, aber die Frage ist, und zwar bleiben wir bei, wer ist der wahre Gott? Der Gott des Islams hat das deinem Volk angetan, hat das dem iranischen Volk angetan, er hat das Algerien angetan, Tunesien angetan, Marokko angetan, Albanien angetan. Der Gott des Islams ist doch Gott generell. Nein. Sie haben im Namen Islams so viele Kriege geführt und haben alle zwangsislamisiert mit dem Schwert. Jeder weiß das mittlerweile. Und die das nicht wissen, sollen die Geschichte und die Verbreitung des Islams zum Beispiel unter Khalid im Walid studieren. Ja? Der unbesiegte Befehlsgeber. So, das Ding ist, wenn der das erlaubt, dass Allah zum Beispiel, dass man Kinder heiraten darf, wäre das schon moralisch gesehen für dich ein Grund, Allah und nicht als Schöpfer anzusehen und Mohammed als Propheten abzulehnen? Natürlich wäre das ein Grund. Also sowas, ich habe selber eine Tochter. Ja? Ich habe selber eine Tochter. Ja. Und sowas würde ich, also ich rede am besten nicht. Ich habe ein einziges Problem, mein Bruder, ein einziges Problem. Ja. Und das ist, also was mich ein bisschen weg vom Christentum hält, sondern was mich ein bisschen so zurückhält, sagen wir mal so. Wir sind ja alle Menschen, ja. Wenn du zu Gott betest oder wenn du dich niederkniest, dann kniest du ja nur vor Gott. Oder nicht? So, jetzt ist die Frage, weil sehr viele Leute sagen immer was anderes, ja. Weil Jesus war ein Mensch auf die Erde, oder? Als er noch gelebt hat. Wir Christen glauben, dass der Herr Jesus Christus zwei Naturen hatte. Gott. Genau. Und das möchte ich bitte erklärt bekommen. Was heißt denn zwei Naturen? Heiliger Geist, Vater und der Sohn, das verstehe ich nicht. Also ich verstehe alles andere, aber nur das verstehe ich nicht. Ja, also wir Christen glauben, dass Gott Geist ist. Ja. Geist, Gott ist Geist. Ja. Und dieser unsichtbare Geist, was ich ja eben gerade vorgelesen habe in 1. Mose, ne? Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Ne? Wir glauben, dass was Unsichtbares, also Gottes Geist, Mensch geworden ist, um uns von unseren Sünden zu erlösen. Das heißt, er ist Mensch geworden. Im Anfang war das Wort, steht im Johannesevangelium. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. In Vers 14 steht geschrieben. Moment, ich bin nicht komplett durcheinander gekommen. Also er war Geist. Und er nahm, Gott nahm, also was Geistliches, nahm Menschengestalt an. Das Wort wurde Fleisch. Okay. Ja? Aber nur weil er Mensch geworden ist, legte er das Göttliche nicht ab. In ihm wohnt der Vater, sagt er. Genau, sagt das, Jesus Christus. Das wäre meine nächste Frage. Wenn er auf die Erde als Mensch war, wir hatten auf das Universum aufgepasst. Mit aufpassen ist hier nicht die Rede, weil der allmächtige Gott, an den wir glauben, der Mensch geworden ist, legt ja seine Allmacht nicht ab. Legt ja seine Allmacht nicht ab, dass wir jetzt sagen, ah, okay, der ist jetzt in seine Schöpfung reingekommen, damit er ans Kreuz geht und stirbt und aufersteht und schafft es nicht, gleichzeitig auf seinem Thron noch gleichzeitig zu bleiben, in Form von Geist. Ja. Das wäre ein Gott, den wir in unser Gedanken einfügen und sagen, ah, okay, wenn er Mensch wird, wer passt dann an ihm auf? Das ist unser menschlicher Verstand. Aber Gott lässt sich nicht in irgendeinen Schublade packen. Er kann alles und er kann auch gleichzeitig Mensch werden und auf seine Schöpfung aufpassen und auch gleichzeitig überall anwesend sein. Sonst wäre er kein Gott. Genau. Okay. Jesus hat ja auch selber gebetet, oder? Genau, das ist die zwei Naturen. Wir glauben ja, dass er Mensch war. Und wenn Gott Mensch wird,
wenn Gott Mensch wird, wen soll er denn als Mensch, ne? Die Natur des Menschen. Er war ja auch müde, er schlief. Genau. Er wurde ja auch geboren, in dem Sinne. Ganz genau. Die menschliche Seite hat er ja nicht abgelegt, nur weil er Gott ist, nur weil der Geist Gottes in ihm wohnt. Ja, ja? Weil ich habe ein kleines Problem, guck mal ganz kurz. Ich habe muslimische Freunde, ja, und christliche Freunde, wie gesagt. Und die muslimische Freunde haben, ich bin mit denen verbrüdert, weißt du, ich meine, ich habe gar nichts gegen den Islam, ich habe gar nichts gegen das Christentum, ich habe gar nichts gegen das Judentum, ich habe auch gar nichts gegen die Buddhisten, weißt du, ich meine. Aber bevor ich mich niederknie vor jemandem, dann will ich mir sicher sein, dass ich mich niederknie nur vor dem einzig wahren Gott und nicht vor einem Menschen. Okay. Verstehst du, ich meine? Verstehst du mein Dilemma? Noah, verstehe. Du wirst auch, wenn du den Herrn Jesus Christus als deinen Gott annimmst, wirst du wahrscheinlich auch diese Leute irgendwann verlieren. Weil der Herr sagt, wir sollen nicht am selben Joch ziehen mit den Ungläubigen. Wir sollen Kontakt aufbewahren im Sinne von, dass wir sie für den Herrn Jesus Christus gewinnen. Mhm. Nicht komplett einfach abbrechen, ne? Aber wir sollen nicht am selben Joch ziehen, nicht dieselbe Arbeit, jetzt sage ich mal, im Sinne von mit denen jeden, also mit denen zu Shisha-Bar gehen, mit denen feiern noch gehen, mit denen ihre Sünden machen und so weiter. Wir sollen uns definitiv absondern, aber gleichzeitig noch versuchen, mit ihnen in Kontakt zu bleiben, dass sie dann erkennen, dass du dich verändert hast, dass du jetzt mit Gott lebst und dass du immer wieder einlädst, auch Christen zu werden, dass die sehen, dass du auf einmal anders bist. Und ich zeige dir jetzt mehrere Stellen, damit du auch zu 100% Sicherheit hast, was dieser Pfarrer dir bestimmt nicht erzählt hat, mit dem du gesprochen hast. Oh Gott, dieser Pfarrer, von dem möchte ich gar nicht sprechen. Wie gesagt, er hat nämlich mir gesagt, dass die Bibel schon... ich habe da ein bisschen... Ja, ich habe, wie gesagt, 3 Stunden, 3,5 Stunden, 2,5 Stunden, ich weiß selber nicht mehr, wie lange ich mit ihm gesprochen habe. Ja, aber allein schon, als er mir gesagt hat, ja, die Bibel ist nicht so arg verfälscht worden. Das war dann für mich, okay, ich lege jetzt auf, der hat keine Ahnung. Aber wenn ein Pfarrer das nicht weiß, wer weiß denn... Wer kann mir weiterhelfen? Verstehst du, was ich meine? Und da habe ich ein bisschen Angst bekommen. Du bist heute genau richtig. Du bist genau heute richtig hier, weil Gott erlaubt hat, dass du heute hier sein darfst und ich auch noch leben darf. Ich darf ja noch leben, du auch. Hm. Lukas 24. Hm. Nachdem Jesus gekreuzigt und auferstanden wurde, das ist jetzt das Szenario, die Himmelfahrt des Herrn Jesus Christus. Mhm. Der Herr Jesus Christus sagt hier, er führte sie aber hinaus bis in die Nähe von Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, indem er sie segnete, schied er von ihnen und wurde aufgehoben in den Himmel. Ja. Und sie, die dabei waren, sie warfen sich anbetend vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Hm. Also du darfst den Herrn Jesus Christus anbeten, weil er der wahre Gott ist. Und ich möchte dich fragen, ob du ihn annehmen willst jetzt als deinen Gott und Retter? Ja, also, wie ich dir schon sagte, ich interessiere mich sehr, sehr, sehr dafür. Aber eine Frage hätte ich noch, bevor ich diesen Schritt wage, ja? Nur eine einzige gerne. Frage. Hier ist noch, gerne, ich zeige dir noch einen Vers. Mhm. Jesus hörte, dass sie ihn ausgestoßen hatten und als er ihn fand, sprach er zu ihnen, ja. Glaubst du an den Sohn Gottes? Er antwortete und sprach, wer ist es, Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus aber sprach zu ihm, du hast ihn gesehen. Und der, der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach, ich glaube, Herr, und fiel anbetend vor ihm nieder. Ja. Jetzt, du kannst gerne deine Frage stellen, mein Lieber. Ganz kurz noch, bevor ich meine Frage stelle, Adlerblick, du warst ja Muslim gewesen, oder? Genau, mein Bruder. Okay, was hat dich zum Christentum geführt? Das werde ich ziemlich häufig gefragt, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe eigentlich nicht viel gemacht, außer dass ich auf die Knie gegangen bin und nach dem Herrn gefragt habe. Das war mir extrem unangenehm auch in dem Moment, weil der Islam verbietet dir ja quasi
etwas anderes außer Allah anzubeten. Aber ich dachte mir halt in dem Moment, ich bete ja niemanden an. Ich frage nur, Herr, wenn es dich gibt, dann zeige dich mir. Und das habe ich getan. Und am nächsten Tag zieht deine Frau das Kopftuch ab, ne? Also bittet dich darum, ne? Sie möchte mit dir darüber sprechen und hat Angst davor, dich zu fragen, ob sie das Kopftuch ablegen darf, weil sie halt Angst hat, dass du sie verlässt oder aggressiv wirst, ne? Das ist ja krank, ist das. Und dann sind halt einige andere Sachen passiert, die ich dann halt eben jetzt hier nicht nochmal weiter erläutern möchte. Es ging halt um viel Gewalt etc. innerhalb der Familie und so. Man sagt ja halt bei uns, dass wer die Wahrheit predigt quasi, der wird bekämpft werden. Und genauso ist es dann halt auch geschehen. Alle werden sich gegen dich richten. Deine Eltern, deine Freunde, deine Frau vielleicht sogar. Ne? Sogar die wird irgendwas bringen, wo du dir dann denkst, muss das jetzt sein? Das ist halt so, ja, ich sag mal, extrem interessant, weil ich habe halt nie vorher gedacht, dass der Herr wirklich auf dieser Welt noch irgendwas für mich tut oder dass ich irgendwas, ein Wunder von ihm sehe oder irgendwas halt so ein Zeichen von ihm bekomme. Ne? Weil als Muslim, ich habe gebetet, wie ich wollte, 5-mal am Tag. Ich habe den Herrn gefragt, Allah, 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 ja Allah, ich brauche deine Hilfe, ja Allah, hilf mir bei dieser Prüfung. Nie, kein einziges Mal gab es irgendwas, was mir irgendwas gebracht hat. Und ich bin einfach auf die Knie gegangen und ja, dann hat sich halt innerlich, als meine Frau mich gefragt hat, habe ich ja so gesagt, so Halleluja, ne, das ist ja ein Zeichen von Gott, ne, weil das ist ja so, das Kopftuch wird ja so als Sexualobjekt gesehen in der muslimischen Welt, weil wenn sie das nicht trägt, dann ist sie ja halt eine, ja, nicht eine Kafira, aber halt, sie heuchelt diesen Vers quasi, ne, beziehungsweise diese ganzen Hadithe, die es darüber gibt. Und das ist definitiv nicht so. Also wenn ein Mann eine Frau als Sexobjekt sieht, nur weil sie halt ein Kopftuch trägt, dann hast du definitiv das Problem in deinem Kopf und nicht die Frau. Okay, mein Bruder, ich danke dir. Dann, also es ist keine Frage, aber ich möchte wissen, was du dazu sagst, ja, wenn du dir das anhörst. Keine Frage noch, stimmt, keine Frage. Genau, ich habe ja, wie gesagt, mit dem Pfarrer gesprochen, stundenlang. Ja. Aber ich habe auch mit einem Imam gesprochen. 5 Minuten vielleicht, 10 Minuten. Da habe ich den Pfarrer erstmal gefragt, was macht dich so sicher, dass das Christentum der richtige Weg ist, ja? Und er hat zu mir gesagt, wenn du nach deiner Antworten suchst, dann frage ihn, ja? Einen Menschen, der rein ist, also der wirklich nach Gott sucht, dem wird er antworten. So. Das stimmt. Genau. Und dann habe ich das Gespräch dann beendet. Tschüss, tschüss, danke, danke und aufgelegt. So. Jetzt habe ich den Imam angerufen bei uns hier in der Stadt, ist eine Moschee. Ich habe ihn angerufen, dann habe ich ihn auch diese Frage gestellt. Ich habe mit denen nicht lange telefoniert, sage ich dir ehrlich, weil eigentlich das Christentum, der Islam ist nicht so unterschiedlich, ja. Aber eine Sache hat er mir anders beantwortet. Ich habe ihn gefragt, was macht dich so sicher, dass der Islam der richtige Weg ist? Wie kann ich mir so sicher sein, dass der Islam der richtige Weg für mich ist, ja? Und nicht Jesus. So, dann sagt er zu mir, guck mal, mit dem Islam kannst du nicht verlieren, sagt er. Dann habe ich ihn natürlich gefragt, wie meinst du das? Dann sagt er zu mir, wenn das Judentum der richtige Weg sein sollte und die Juden am jüngsten Gericht quasi und die Juden das Paradies betreten werden, werden wir mit ihnen gehen. So hat er es mir erklärt. Warum? Weil die an den Wunder von Moses glauben. So. Dann hat er mir erzählt, wenn allerdings das Christentum der richtige Weg ist, dann werden die Muslime mit ihnen gehen, weil die auch an Jesus glauben. Dann hat er zu mir gesagt, was mich dann ein bisschen so, ich sag dir ehrlich, was mir ein bisschen Angst gemacht hat. Dann hat er zu mir gesagt, allerdings, wenn der Islam der richtige Weg ist und die Muslime ins Paradies kommen, dann werden sie alleine diesen Weg gehen, weil keiner von denen an Mohammed geglaubt hat. Und da möchte ich jetzt wissen, was du dazu sagst. Ja, wir lesen im Galaterbrief, also wir lassen mal den Gott, an dem ich glaube, sprechen zu dieser Frage, weil das hat sich ja so nach Bequemlichkeitsleben angehört. Das heißt, er liegt auf gar keinen Fall falsch. Nur die anderen liegen falsch, falls der Islam die Wahrheit ist. Und das ist kein schmaler Weg. Denn der Herr Jesus Christus hat gesagt, dass der Weg, der ins Paradies führt, ein sehr, sehr schmaler Weg ist. Und der breite Weg ist der in die Hölle führt. Und diese Erklärung von diesem Scheich ist leider der breite Weg.
weil er sich sehr, sehr bequem macht. Denn der Herr Jesus Christus sagt selbst in seinem Wort: Ich bin der Weg. Ich zeige es dir gerne. Er beansprucht eine absolute Wahrheit, dass nur er hat und nicht so wie dieser Scheich, der leider den breiten Weg gewählt hat für sich selbst und es so leider schmackhaft machen wollte, ohne geistliche Erkenntnis zu geben. Der Herr Jesus Christus sagt zu der Frage von Thomas, und das ist ja in dem Sinne deine Frage: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg kennen? Jesus ja, spricht genau, zu ihm. Das ist genau meine Frage. Niemand, also er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und jetzt kommt das Ziel. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Okay. Nicht durch das Judentum, nicht durch Mohammed, nicht aber durch da Allah. War, da war ja gar kein Islam da, als er das gesagt Ganz hat. Ganz genau. Und er hat das schon gesagt. Ja, kam ja 600 irgendwas Jahre danach. Ganz genau. Und jetzt zeige ich dir darauf die Antwort, weil es haben ja damals auch schon Juden und Christen gelebt, die von Mohammed dann getötet wurden, weil sie den Islam nicht anerkennen wollten. Warum? Weil wir Gott sei Dank auch den Galaterbrief hatten. Und da steht drinnen: Aber selbst wenn wir, in Vers 8, aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel, und wir wissen ja, dass der Islam mit Jibril gekommen ist zu Mohammed. Selbst wenn wir, ja, das ist der Überbringer des Korans. Allah hat Jibril gesandt, so wie Lieferando. Ja? Also ich sehe gerade hier wenn, Gabriel, also laut denen ist es Gabriel. Ja, genau. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Und Mohammed hat niemals das Evangelium gebracht, dass der Jesus Christus angebetet wurde, dass Gott Mensch wurde, dass er für unsere Sünden starb, dass Gott dich so sehr liebt, dass er alles gegeben hat, damit du Sündenvergebung hast. Und das ist der Knockout für den Scheich, für diesen Imam, weil er wird für immer und ewig ohne den Herrn Jesus Christus in die ewige Feuersee gehen. Er ist verloren. Weil er das Evangelium ablehnt und Mohammed hat das abgelehnt. Allah hat das Evangelium... Da wollte ich gerade was dazu sagen, was das Christentum angeht. Die Muslime lehnen ja die Bibel nicht ab. Das ist es ja. Die lehnen ja die Bibel nicht ab. Die sagen ja, die gehen ja nicht mal auf Toilette mit der Bibel. Die würden die Bibel so, wie ich die kenne, die Jungs, die ich kenne, ja, die haben ja zu mir auch gesagt, die würden nicht mal mit der Bibel, weil da war ja irgend so eine Sache in Schweden, die haben ja den Koran verbrannt und dieses Video haben wir irgendwie gemeinsam, die haben das ja geteilt, wir sind in einer Gruppe. Da haben die geschrieben, warum machen die sowas? Also wir als Muslime, wir würden niemals die Bibel nehmen und nicht mal aufs Klo gehen damit. Wir würden niemals die Bibel verbrennen. Darauf habe ich dann ihn gefragt. Warum denn? Die machen doch dasselbe mit euch. Macht doch dasselbe zurück. Guck mal, ich war selber der Teufel in dem Sinne. Ich hab quasi denen gesagt, macht doch dasselbe. Dann sagen die zu mir, da war ein ich glaube, der war Pakistaner. Da hat er zu mir gesagt, mein Bruder, die Bibel, die war richtig. Die Bibel war richtig. Ja? Die glauben immer noch, dass es Gottes Wort ist. Aber nicht alles, weil es so viel verändert worden sei. Den wichtigsten Teil haben sie quasi ausgelassen. Die Kreuzigung von Jesus Christus zum Beispiel. Die genau, verleugnen sie haben, die haben die wichtigsten Teile quasi, was heißt die wichtigsten Teile? Die haben quasi die Bibel so stark verändert, dass quasi Gott den Mohammed gesendet hat, also geschickt hat, um das zu korrigieren. Das war ja so wie quasi mit das Judentum. Das Hätte Judentum er nicht irgendeinen anderen Menschen nehmen können, außer Mohammed. Irgendeinen anderen, ja. Lass mal diesen Mohammed, nimm mal irgendjemanden von den Quraysh oder so. Ich weiß nicht, ob die besser gewesen wären, aber definitiv von der Geschichte haben wir auf jeden Fall gelernt. Aus heutiger Perspektive, wieso Mohammed?
wie so jemand, der Kritiker Zweifel vierteilen ließ und Leute, die halt Zweifel hatten an ihm, ne, die er direkt umbringen ließ. Also lassen wir mal das Debattieren beiseite kommen. Wir gehen jetzt mal mit dem Schwert herum. Ich nehme mich jetzt Prophet. Jeder, der Nein sagt, den schlage ich den Kopf ab. Und das ist so heftig. Ja, das ist, guck mal, die Zeit davor war ja nicht gerade schön. Ich meine, wir hatten nur Kriege, wenn wir so ehrlich sprechen wollen. Wir hatten nur Kriege. Jeder wollte Macht, ja. Ich glaube, da hat es sehr wenig damit zu tun gehabt. Ja, die Menschen waren einfach nur verloren. Wir leben heutzutage in einer Zeit, wo es sowas nicht gibt. Ja, du kannst nicht einfach rausgehen und Krieg führen. Und das Einzige, Das was du ist ja das machen Problem. müsstest, ist einen Knopf Die drücken und Sunna dann ist des alles vorbei. Propheten legitimiert ja auch heutzutage noch Gewalt. Die Sunna des Propheten reicht ja bis ins Heute. Der Dschihad hat ja nie aufgehört. Der Dschihad hört erst dann auf, wenn der letzte La ilaha illallah sagt. Das ist ja das Problem am Was Islam. Ich glaube, sonst ist würde es das keine Dschihad? Islamkritiker geben, wenn das nicht so wäre. Dschihad ist was genau? Der Dschihad ist der heilige Krieg im Islam, also der Heilige Krieg, große okay. Dschihad. Diesen. Wie Okay. bitte? Okay, jetzt habe ich verstanden. Na, weil du gesagt Genau. hast, Dschihad, Und ich war da ein bisschen lost. ich weiß Ja. nicht mehr, in welchem Sahih-Hadith das stand, aber es heißt halt eben, dass es erst dann endet, wenn der letzte La ilaha illallah sagt. Das ist dann halt die Ja. Legitimation für viele andere, ne? Dass sie Ja. dann halt hier rumrennen und dann das tun, was sie hier tun. Ja. Also es gibt, guck mal, es gibt auch im Christentum so schön, im Islam, sage ich euch ehrlich, es gibt auch sehr, sehr schöne Sprüche und Versen, so wie im Ja. Christentum und im Judentum. In jedem Buch findest du Pass was auf. sehr, 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 sehr Schönes. Pass auf, pass auf. Ich zeige dir jetzt was und ich beweise dir jetzt, Ja. dass du hast ja mit diesem einen Pakistaner gesprochen. Ja, das ist ein Kollege von mir, also Ja. Ja, Kollege ja. von mir. Ja. Ich sag ja, Kollege, der hat ja, der, ich sage ja, der hat ja auch keine Ahnung. Und ich beweise dir jetzt, dass zu Zeiten Mohammeds die Bibel noch unverfälscht war. Und somit geht er auch leider K.O. Ich halte nichts Also, davon, von diesem dass die Bibel K.O.-Geben, aber unverfälscht war, auch in Zeiten Mohammeds. Okay. auf geht's, auf geht's. Ja, bitte. Dann habe ich hoffentlich alle Argumente zerstört. Falls noch eins kommt, gerne. Schau mal. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 23, Vers 34, steht Moment. geschrieben, es ist die Kreuzigung. Es geht um die Kreuzigung des Herrn Jesus Christus. Und als sie an den Ort kamen, den man Schädelstätte nannte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Pass auf, was Jesus dann sagt. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Pass mal auf, was in einem Hadith steht, der authentisch ist, Sahih. Und Leute, macht jetzt bitte einen Screenshot, damit kein Muslim euch mehr anlügen kann und sagen kann, es wurde gefälscht. Sunan ibn Majah 4025. Guck mal, was dieser kleine Lügner Mohammed zitiert hat. Es wird zitiert, dass Abdullah sagte, dass der Messenger of Allah erzählte uns eine Geschichte von einem der Propheten. Seine Leute schlugen ihm und er wischte das Blut von seinem Gesicht und sagte: O Herr, vergib meinen Leuten, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also wird quasi Jesus dadurch Mohammed hat quasi das hier kindlich. zitiert. Ja. Mohammed hat das hier zitiert. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Im Christen, also in der Bibel, ja, genau. Und das ist ja das, was ich gemeint habe, Adablick, wenn du auch gerne was dazu sagen möchtest. Die sagen ja, dass die Bibel, dass es immer noch Gottes Wort beinhaltet, ja. Die sagen ja nicht, die sagen ja nicht, das stimmt nicht. Die sagen aber, Jesus wurde nicht gekreuzigt. Wie kann denn ein Gott geschlagen Genau werden? das. Und so, euer geschlagener Gott, euer genagelter Gott, dort steht doch hier, oh Lord, forgive my Leute, people for Leute, what they don't Leute, know. Mohammed, Leute, Ja. Mohammed kannte das Evangelium. Ich kann euch noch einen Vers zeigen. Ja, natürlich, Zunächst natürlich. Das gleich. Evangelium über 1000%. Christentum war ja da.
Ja, war ja da quasi. Islam kam ja später. Naja, sein Quraysh-Stamm war ja eher jüdisch geprägt, aber er hatte ja auch christliche Freunde, ne? Bitte? Sein Quraysh-Stamm, also dieser Stamm der Quraysh in Mekka, die waren ja jüdisch geprägt, aber die Achso, hatten halt eben auch einige Christen unter sich. Aber selbst die Juden wissen ja über die Geschichte von dem Herrn Jesus Christus, ne? ja, natürlich. Jetzt ist meine Frage, weil ich weiß es nicht ganz, hat nichts damit zu tun, aber Jesus ist durch wen gekreuzigt worden eigentlich? Durch die Juden oder? Ja, durch die Römer. Durch die Durch die Römer. Römer. Ja. Okay, mir wurde gesagt, die Juden. Es mag sein, dass diese Römer vielleicht Juden gewesen sind, das will ich jetzt hier nicht beurteilen. Diesen geschichtlichen Aspekt habe ich nie richtig erfahren, aber was ich halt weiß, ist, dass es fälschlicherweise immer behauptet wird, dass es immer die Juden gewesen sind, wobei das halt eben eigentlich gemeint wird, dass Ja. quasi das Römische Reich ja eigentlich für die Verurteilung von dem Herrn Jesus Okay. Christus Okay. verurteilt. Meine Fragen, guck mal, meine Fragen sind eigentlich um Jesus drumherum. Ja, ich möchte nur verstehen, warum eigentlich jetzt Gott, er ist ja allmächtig, ich knie nur nieder vor Gott, ja, das ist klar. Also, wenn Gott jetzt vor mir stehen würde und sagt, knie dich nieder, dann knie ich nieder. Wenn er sagt, bell wie ein Hund, dann bell ich wie ein Hund. Aber ich verstehe nur eine Sache nicht. Und da, ich kann das irgendwie nicht verstehen. Muss wirklich Gott sterben? Kann er einfach sagen, ich vergib euch? Was ist denn nach seinem Tod quasi passiert? Das weiß ich nicht. Er ist wieder auferstanden nach 3 Tagen. Das ist ja das Heftige, ne? Also, das ist Aber halt. der ist auch auferstanden, okay. Genau. Okay. Aber was ist dann passiert? Hat er jetzt. Das Unsere verstehe ich Sünden jetzt wurden dadurch wieder. gesühnt. Also, ich sage immer, wenn man das jetzt als Metapher betrachtet, dann kann man Ja. das ja so sehen. Stellt euch mal vor, ein Ja. Mensch wie Jesus Christus würde heute hier leben. Und würde Ja. uns jetzt hier quasi die Wahrheit predigen und uns sagen, ey, so wie ihr gelebt habt, das ist falsch. Ihr habt jahrelang habt untereinander abgeschlachtet und behandelt euren Nächsten schlecht, etc., etc. Folgt mir und ihr werdet die Wahrheit finden. Und was wird unsere Gesellschaft mit jemandem wie den Herrn Jesus Christus machen? Was tun wir jeden Tag mit Mitmenschen von uns, die wir mobben, die wir ausgrenzen, die wir ausschließen, die vielleicht ein sehr gutes Herz haben? Das ist so eine Metapher auf die Regierung und auf diese Menschen, die Ja. heutzutage genauso existieren, ne? Das ist Aber extrem, weil wir würden das Gute immer gerade verstoßen, da bin ich immer ein wieder. bisschen. Wir sind Menschen. Guck mal, Adler blickt ab. Gerade da bin ich ein bisschen Pass auf. lost. Der Jesus Christus ist doch für unsere Sünden gestorben, oder? Genau. Warum gibt es dann immer noch Sünden? Weil wir Menschen sind. Wir sind Sünder. Der Herr Jesus Christus ist für uns gestorben, für unsere Sünden. Weil Also, wenn ich er jetzt. weiß, dass wir Sünden haben werden. Gott weiß, dass wir Sünder sind. Wichtig Okay. ist, dass wir es zugeben, dass wir ehrlich sind Nur, zu uns selber. genau, Nicht, dass dass wir sagen, man. die Engel Genau. schreiben im letzten Drittel der Nacht die Sünden auf und deswegen werden sie nicht vergeben. Also erzählt sie deinem Bruder nicht weiter oder so. So etwas gibt es Genau. bei uns nicht, dieses Prinzip. Dass wenn wir die Sünden weitererzählen, sie werden uns nicht vergeben. Das ist ja Schwachsinn. Somit Richtig, fristen wir ja nur die ganzen richtig. Probleme immer ein. Pass auf, Noah, pass auf, Noah, pass auf. Eben, eben der Hadith hat ja bewiesen, dass Mohammed es gibt noch viele andere Hadithe, wo er sogar, die Tora wird auf einem Kissen gebracht und er legte seine Hand drauf und er sagte, ich glaube an dem, der das gesandt hat und was in der Tora geschrieben steht. Darf ich das Ja. kurz lesen, dann, oder? Ganz kurz. Pass auf, pass auf, pass auf jetzt. Was dieser Hadith sagt, das ist Sahih al-Bukhari, also authentisch Sahih. Guck mal, was Ja. diese Geschichte sagt. Es war ein Christ, also da gab es einen Christen, der den Islam angenommen hatte. Ne? Also er war konvertiert zum Islam und er las Surat al-Baqarah und al-Imran. Und er fing an, die Offenbarungen für den Prophet zu schreiben. Ja, also in Okay. Arabisch. In Ja. Arabisch. Später, als er wieder zurück zum Christentum kehrte, guck mal, Ja. er hat gemerkt, dass der Islam so Schrott ist, dass er den Islam wieder verlassen hat. Nach nur zwei Suren hat er gemerkt, dass das eine Schrottreligion ist. Und als er dann wieder zum Christentum kehrte, sagte er, schau mal, was er sagte, der Christ. Mohammed weiß gar nichts. Mohammed weiß gar nichts, außer was ich für ihn geschrieben habe. Was ist das jetzt? Ist es Christen, also ist es die Bibel oder ist es der Koran? Ich verstehe es nicht. Mohammed knows nothing.
Also er hat für ihn den Koran aufgeschrieben, dieser Christ. Ach so, das ist gerade, das, was du gerade jetzt vorliest, ist von Hadith. Das ist von einem Hadith, das ist eine Geschichte. Und dieser Christ, er hat den Islam angenommen und hat zwei Suren vorgelesen. Und Ja. er schrieb dann auch das auf Arabisch für den Propheten. Ja. Später, als er wieder zurückkehrte zum Christentum, nach nur zwei Suren, sei es auch zwei oder auch mehr, aber hier stehen zwei Suren, hat er gemerkt, wie Schrott der Islam ist und ist wieder zum Christentum zurückgekehrt. Guck, he returned to Christianity again. Das ist immer mit nur nachdenken. And he used to say, Muhammad knows nothing. Muhammad weiß gar nichts, steht da. Nichts, nichts. Außer was ich Then für hat ihn geschrieben Allah habe. caused him to die and people buried him. Why the sound is. Genau, der wurde dann getötet. Der wurde dann getötet. Okay, also er wurde getötet, Der wurde dann getötet. weil er. Okay, jetzt habe ich verstanden. Hast du verstanden? Ja. Dann habe ich das verstanden. Er Von wo hat nach liest du das denn zwei gerade? Suchen, mein Lieber, nach zwei Suchen hat er übersetzt, und hat dann verstanden, ne? Er war ja Christ, hat den Islam angenommen, hat dann die Schriften übersetzt und aufgeschrieben von Mohammed auf Arabisch, hat dann gemerkt, was für eine Schrottreligion das ist, wurde dann wieder Christ und hat dann gesagt, dass er sozusagen ja, nichts weiß, Mohammed Ja. knows nothing, außer was er geschrieben hat. Für Ja. ihn. Mohammed Kannst du mir knows vielleicht nothing. erklären, warum die beiden Bücher sich ähneln? Bitte? Das würde, ich habe gesagt, wenn ein Christ ihn geschrieben hat, würde es vielleicht erklären, warum die beiden Bücher sich in ein paar Versen ähneln. Also der Koran widerspricht dem ganzen Heil, also der ganzen Heilsgeschichte der Bibel. Alles wurde kopiert. Alles. Es gibt sogar, guck mal, es gibt Hadithe, wo Mohammed sogar, es gibt ein Hadith, wo Mohammed sogar das Vater Unser sagt. Es gibt das Buch Al-Isaba, Kannst Al-Isaba. du Heißt den Hadith bitte zeigen, Bruder? das? Ja, zeig mal Muss bitte. ich, muss ich, Das würde mich auch muss gerade ich raussuchen. interessieren. Muss ich raussuchen, bitte. Ich kann nicht alles auf einmal. Es gibt das Buch Al-Isaba von Ibn Hajar al-Asqalani im Band 4 auf Seite 11. Ja, steht geschrieben, dass Mohammed von einem von seinen Cousins vergewaltigt wurde, Ja. unter anderem. Und das wird nicht übersetzt auf Englisch, das ist auf Arabisch. Weißt du, wie viel es auf Arabisch gibt? Zum Beispiel, es gibt eine Seite Islam Web, da steht geschrieben, so wird das auch gelehrt, dass der Engel Gabriel, also Jibril, Ja. Mohammed beigebracht hat, wie man Ablution macht, also diese Wäsche, Wudu, diese Wäsche. Ja, Er hat, das, was die dieser machen, Engel bevor die Gabriel beten, hat, ja. der Engel Gabriel hat gezeigt dem Mohammed, wie er sich auch unten seinen Privatbereich wäscht. Also hat der Engel Gabriel hat auch also so also sozusagen ein Geschlechtsteil. Okay. Warte mal kurz, wo steht es? Das würde mich jetzt auch gerade interessieren. Das steht auf einer Seite Islam Web, es ist auf Arabisch und ich sage, das sind Sachen, die nicht übersetzt werden. Es wird auch viele Hadithe, ich zeige das, ich werde die Quellen raussuchen, morgen das als gerne als nebenbei als Thema erwähnen. Es gibt zum Beispiel ein Hadith, wo Mohammed mit Aisha redet und sie fragt ihn, ob ein Djinn mit ihm ist, also ein Dämon. Also, nein, nicht Djinn, Shaitan. Shaitan. Und Mohammed sagt, ja, ein Shaitan ist mit jedem Menschen, also auch mit Aisha, auch mit ihm, mit Mohammed, mit jedem Menschen. Aber Allah hat auf Englisch übersetzt, dieser Hadith, Allah hat Mohammed die Kraft gegeben, ihm zu widerstehen. Ihm zu widerstehen steht auf Englisch. Aber wenn du das auf Arabisch liest, steht da, dass Allah dem Shaitan zu einem Muslim gemacht hat. Also er hat den Islam angenommen. Komplett falsch übersetzt.
Also der Shaitan hat die Schara gesprochen. Wir wissen ja auch, es gibt Jins, die beten, ne? Ja, das habe ich auch gehört, dass es gute Jins gibt und böse Jins gibt. Ja. Es ist wirklich der Wahnsinn. Es ist wirklich der Wahnsinn. Und auch wie auch Shaitan aus dem Paradies geflogen ist, ist auch krass. Die Engel haben sich alle, auf Willen von Allahs, mussten alle sich vor Adam niederwerfen und ihn anbeten. Ja. Ja? Und Shaitan war zu stolz, also Iblis genannt, war sehr stolz und hat ihn nicht angebetet. Aber genau, er hat alles Geschichte richtig gemacht. Er hat alles richtig gemacht, weil warum soll ein Engel Adam anbeten, einen Menschen? Er soll ja nur Allah anbeten. Und Allah hat dann ja gesagt, genau, weil er nicht ihn angebetet hat, hat er ihn rausgeschmissen. Ja? Aber er hat das Richtige gemacht. Also er sollte sich niederknien vor Adam, ja. Und ihn anbeten. Das Wort für Arabisch ist anbeten. Das ist dasselbe Wort für die Anbetung, was Muslime fünfmal am Tag machen. Guck mal, ja, hier schreibt jemand rein, nicht anbeten, sondern verbeugen. Aber dürft ihr euch denn bei einem, dürft ihr euch bei einem Karate-Spiel, dürft ihr euch da verbeugen vor dem Gegner? Oder sagt ihr dann, das ist dann so eine Art Anbetung? Und deswegen ist es haram. Das ist ja, du kannst ja nicht nur Rosinen rauspicken, da ist das Verbeugen okay, da ist das Verbeugen verboten, hier ist es wieder erlaubt und das ist ja Schwachsinn. Wir sind doch hier nicht in Kusur, ja, keine Ahnung was, ne? Nur eine Frage noch. Weißt du, dass Muslime morgens früh Ablution machen, also diese Wäsche, und sich dreimal die Nase sauber machen? Weißt du, warum die das machen? Nee. Weil in dem Hadith steht geschrieben, wenn du den sehen willst, kann ich dir den sofort zeigen. Der Shaitan ist nachts. Der Shaitan ist nachts tief in der Nase bei Muslimen. Deswegen machen die morgens die Nase dreimal sauber. Ey, das hört sich an wie aus meiner Jahiliya, ne? Das hört sich so Katastrophe an. Dreimal sozusagen. Allah hat die Trinität, also Vater, Sohn, Heiliger Geist, wollte er sozusagen nachmachen immer. Dreimal müssen sie sich die Nase sauber machen, damit Shaitan rausgeht. Und du musst dir vorstellen, Shaitan ist in jeden Abend, ja, kommt drauf an, welche Zeitzone, in mindestens hunderten Millionen Muslimen, während sie schlafen, drinnen. Also überall ist Shaitan. Es ist der Wahnsinn. Es das hat so noch viel Schrott gerappt, ne? Irgendwas mit so Satan, der Dingens wohnt in genau meiner Nase. Er meinte aber Koks. Shaitan ist überall. Er meinte aber Koks. Darauf gehe ich ja auch die ganze Zeit hinaus, ne? Ich meine, das ist ja, ja hört sich halt aber extrem komisch an, ne? Das ist ja die Frage, wie meinen die das, dass der Shaitan überall ist? Also wenn ich jetzt unsere Erde beobachte, so, ja, dann könnte ich schon sagen, okay, der Teufel hat überall seine Hand im Spiel. Was passiert gerade mit Kriege und hin und her? Aber was ich nicht verstehe, ist, wie meinen die das, dass der Shaitan überall ist? Ihr Lieben, ich komme gleich. Ich hole mal einen hoch. Adler, du hast doch auch ein wenig Wissen. Vielleicht kannst du mit jemandem. Ja, sehr gerne. Ich habe aber nicht so viel biblisches Wissen. Ne? Das ist das Problem. Kein Problem, ich bin gleich wieder kannst da. Kannst du auf jemanden suchen? Adlerblick, kannst du auch reden? Ah, okay, du hast ihn hinzugefügt. Ich wollte gerade sagen, weil er schreibt da die ganze Zeit. Dann tut mir irgendwie leid. Salam alaikum. Yusuf, Wa alaikum salam, Yusuf. Ich begrüße dich, ich komme gleich. Aber die Geschwister sind ja da, beziehungsweise ein Bruder und einer interessiert sich fürs Christentum und möchte halt auch Christ werden. Deswegen. Bruder, ich habe eine Frage zu dir. Warst du Moslem und bist Christ geworden? Ich komme gleich, Yusuf. Ich komme gleich. Okay, Salam. Khalas. Yusuf, meinst du mich? Ich meine Harut. Achso, ne, der ist gerade nicht da. Harut ist schon weg. Aber ich hab jetzt schon mal Fragen an euch. Und zwar, ist Jesus Gott für euch? Ich bin auch ex-Muslim. Also, glaubt ihr daran, dass Jesus Yusuf, Gott Yusuf, ist? Guck mal, Yusuf, genau das, deswegen bin ich hier drinne, ja, weil ich habe ja schon gesagt, ich würde mich vor dir jetzt, Yusuf oder Adlerblick oder Harut, niemals niederbeugen.
Das würde ich niemals machen. Ja, weil okay, dann komme ich zu dieser Sache mit, warum sich die Engel vor Adam a.s. niedergeworfen haben, okay? Ja. Man muss diese Sache so verstehen. Und zwar, wie Harut schon schön erklärt hat, befahl Allah den Engeln und Iblis, also dem Teufel, wirft euch nieder vor Adam. Aber damit, mit dieser Niederwerfung, meint man nicht, dass man ihn anbeten soll, sondern Allah wollte, dass man sein erstes Geschöpf, also den ersten Mensch, dass man sich vor ihn niederwirft. Er wollte nicht, dass man ihn anbetet. Und die Engel. Wir beweisen es dir. Du beweist es mir. Ich muss auf seine türkischen Namen. Ja, du bist auch Türke, ne? Ich merke schon, du beschäftigst dich sehr mit der islamischen Geschichte, weil wir Türken, so Perser und sowas alles, wir haben so irgendwas in uns, das hält uns nicht so sehr bei dieser Religion, ne? Wir sind doch, so auf Siedlung, wir sind Freigeister, wir sind Rhetoriker, wir können viel reden, wir können viel nachdenken. Und das muss man dann halt eben auch irgendwann, Islamkritik, Religionskritik, ich kritisiere auch das Christentum in einigen Punkten. Das sage ich ja nicht, ne? Und dann denke ich mir auch, ja okay, vielleicht sieht das ja gerade wie ein Widerspruch aus, aber dann frage ich halt einen Wissenden und dann kriege ich halt auch die Antwort darauf. Aber im Islam ist ja das Problem, da muss ich ja bei jeder zweiten Suche oder bei jedem zweiten Hadith, den ich finde, muss ich ja zu irgendeinem Wissenden gehen und mir das dann so über Umwege erläutern lassen, damit sich aber das halt halbwegs sinnvoll anhört. Du musst halt eine Sache verstehen, Bruder. Du weißt, Arabisch ist eine sehr komplexe und schwierige Sprache. Bruder, fang nicht damit an, bitte. Arabisch ist genauso übersetzbar wie jede andere Sprache. Ja, warte mal, hör mir zu. Warte mal, Bruder. Zum Beispiel, ich gebe dir ein Beispiel. Evliya kommt auch im Koran vor, okay? Das Wort Evliya. Dieses Wort hat jetzt im Deutschen einmal die Übersetzung als Freund, bester Freund, Schutzherren und so weiter, okay? Ja. Das heißt, wenn jetzt jemand den Koran auf Deutsch übersetzt und sieht, okay, da ist Evliya, wie übersetze ich das? Also wenn ich jetzt sage, ich liebe dich, dann heißt es automatisch, dass das heißt, dass wir eine Beziehung führen sollen, oder kann ich das auch brüderlich meinen? Oder das ist ja falsch, das ist ja absolut falsch, wenn du sagst, ja, diese Sprache ist so komplex, dass man das schlecht über... Okay, dann verbrennt jetzt alle anderen Koranübersetzungen, weil die alle anscheinend keinen Sinn machen, oder was machen wir jetzt hier? Das macht ja keinen Sinn. Eine Koranübersetzung ist nicht der echte Koran. Der echte Koran ist der in Arabisch. Yusuf, kannst du Arabisch? Ich kann kein Arabisch, aber ich bin es gerade am Lernen. Aber okay, aber warum bist du dann hier Doktor für arabische Geschichte, wenn du selber nicht Arabisch bist? Weil ich mich mit der arabischen Sprache befasst habe. Und zwar, wenn du sogar noch eine Quelle willst, Marcel Kras. Boah, Marcel Kras, der mit Mohammed Atta Kontakt hatte, oder was willst du mir jetzt erzählen? Naja, mit euren Theorien könnt ihr machen, was ihr wollt. Mohammed Atta hatte Kontakt kurz vor, nein, ich glaube ein Jahr oder so, oder zwei Jahre vor 9-11, da haben die sich in Hamburg getroffen. Also, was erzählst du mir jetzt hier? Ich habe mit einem Wissenden, der die arabische Sprache beherrscht, über diese Sprache geredet. Ich habe mir auch etliche Vorträge angeschaut, ich habe mich da auch eingelesen. Genau. Die arabische Sprache ist eine komplexe Sprache, das kann man nicht abstreiten. Ja, aber Chinesisch ist tausendmal komplexer und trotzdem kann ich mein Handy rausholen mit Google Lens und an einem Bahnhof alle chinesischen Zeichen übersetzen. Also das macht irgendwie keinen Sinn. Bro, im Arabischen gibt es für ein arabisches Wort 10.000 Übersetzungen. Im Chinesischen hat ein Wort immer vier Tonhöhen und diese Tonhöhen geben dann ein komplett anderes Wort. Das macht ja keinen Sinn. Also dein Arabisches tausendmal einfacher zu lernen. Aber es geht doch gerade gar nicht um Chinesisch. Das ist doch gerade voll irrelevant. Es geht gerade um Arabisch. Wieso ist nur Arabisch nicht übersetzbar? Weil es um den Koran geht, das ist das Problem. Wenn es nicht um den Koran gehen würde, jedes Rap-Lied kann man übersetzen auf Arabisch, jeden Nasheed kann man übersetzen, aber der Koran, das ist das Problem. Weil man muss auch auf den Kontext achten. Du kannst nicht einfach irgendwas übersetzen, ohne auf den Kontext zu achten, obwohl es für ein Wort mehrere Übersetzungen im Deutschen gibt. Kontext, Metapher, Übersetzung, Arabisch kann man nicht übersetzen. Das kennen wir doch alles, Mann. Das kommt nein, nein, man kann Arabisch übersetzen, aber diese Übersetzung ist nicht 100%, beziehungsweise wenn man es sich durchliest, irgendein Vers auf Deutsch, dann aber, ist die Wahrscheinlichkeit, aber dann ist die, warte, lass mich ausreden. Yusuf, Allah hat im Koran gesagt, dass er den Koran herabgesandt hat in einer leicht verständigen Sprache. Was willst du jetzt uns erzählen? Welche Sura? Das erste machen wir gleich. Das erste Thema war doch mit dem Anbeten, ne? Sollen wir das erstmal machen? Oder? Aber machen wir jetzt weiterreden.
machen wir das, weil ich hab dann auch noch mal ein Thema, was ich ansprechen würde und beziehungsweise fragen. Mhm. Ja, du kannst, ich habe dich unterbrochen, aber du kannst weiterreden. Genau, wo war ich noch mal? Dass man Arabisch nicht übersetzen kann. Ich habe nicht gesagt, dass man es nicht übersetzen kann. Ich habe gesagt, es ist schwer zu übersetzen. Es ist auch nicht schwer zu übersetzen, Mann, Junge. Was ist denn da nicht schwer zu übersetzen? Ist Deutsch auf Englisch einfach oder? Das ist ja schwachsinnig, wenn wir nach Schwierigkeitsgrad gehen. Arabisch ist die Arabisch. Assalamu alaikum wa rahmatullahi, ja, achi, was geht? Kifek, hamdulillah. Ja, das können doch jeder Gossendeutsche mittlerweile. Es spricht doch jeder diese Sprache. Ja, aber Bruder, wir reden hier aber nicht von zwei Wörtern, wir reden hier von über 6000 Verse. Ja, und arabische Christen sagen mir dasselbe über den Koran, wie die Deutschen mir über den Koran das sagen, wie die Menschen, die aus dem Islam ausgestiegen sind. Also was soll das jetzt heißen? Welcher arabische Christ? Ich würde gerne mal wissen, wer das ist. Arabische Christen kennst du keine, existieren für dich nicht. Früher waren arabische Länder waren nur christlich, bevor dein Mohammed gekommen ist mit dem Schwert, also und seine ganzen Umayyaden und etc. etc. Das ist ja das Problem. Schau mal, du solltest respektvoll über den Propheten reden. Nein, über den rede ich ganz bestimmt nicht respektvoll. Ich respektiere ihn als Menschen. Wir haben keinen Respekt vor jemandem, der eine 6-Jährige geheiratet und mit ihr geschlafen hat, als sie 9 Jahre alt war. Das kann man nicht respektieren, Bruder. Weißt du, wie im Knast mit Pädophilen umgegangen wird? Also wenn du den Propheten als Pädophil beschuldigst, dann solltest du dir sicher sein, dass du mit einer Anzeige rechnest, denn jemand wurde zur Haft verurteilt, weil er den Propheten beleidigt hat. Wir warten tausend Jahre darauf, auf diese Anzeige. 1400 Jahre. Schau mal, der Unterschied zwischen euch und mir ist, ich rede mit euch voll, aber ihr seid nicht in der Lage, mit mir respektvoll zu reden. Nein, guck, ich weiß, wir sind gerade ein bisschen ausgerufen. Wir respektieren dich und wir lieben dich. Wir lieben dich. Aber ihr sollt mich, könnt ihr beleidigen, aber den Propheten sollte ihr... Die machen keinen Sinn. Du kommst mir mit Sachen, die machen absolut keinen Sinn. Der war kein Prophet. In der Bibel steht doch sogar, da wird sogar von den Propheten berichtet. Okay, er war ein falscher Prophet. Es wurde von ihm gewarnt, Yusuf. Ein falscher Prophet, okay. Ich habe heute noch mit meinem Bruder debattiert, ne, ob Mohammed vielleicht so der Dajjal gewesen ist, ne, so, weil er wird viele Menschen in die Irre führen und so auf der Halbinsel von Sinai und so. Ne. Da dachte ich mir schon so, das ist ja geografisch so ein bisschen in der Nähe und vom Prinzip her passt es. Er wird 1,7 Milliarden Menschen in die Irre führen, die Menschen werden ihn anbeten und so. Das ist ja krass. Wo steht es denn, wenn ich dich fragen darf? Mit der Halbinsel von Sinai? Nein. Also, was ist deine Quelle in Bezug auf diese Aussage jetzt? Auf welche Aussage denn jetzt? Ja, dass der Prophet Alexander der Dajjal gewesen sein könnte. Darüber haben wir heute debattiert als Kollegen unter orthodoxen Brüdern. Und was ist deine Quelle? Behauptest du einfach so, dass das sein könnte? Oder? Wir haben darüber debattiert als Kollegen, sage ich doch gerade. Wir waren in einer Sitzung. Ich bin ein konfessionsloser Christ. Ich schreibe mich ja nicht der Orthodoxie zu. Ich schreibe mich noch nicht der Freikirche zu gar nichts erstmal. Ich treffe mich halt mit verschiedenen Brüdern, die verschiedenen Konfessionen angehören. Mit denen quatsche ich darüber. Wir unterhalten uns auch viel über den Islam, weil für die ist das interessant, weil die kannten mich ja zu meiner damaligen Zeit. Also möchte gerne.